So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Mit unserer lieben Lara Croft begeben wir uns auf ein weiteres Abenteuer. Wir haben jetzt schon mal eine Statue von dem Heini gefunden, von dem Propheten. Mit einer kleinen Kurzgeschichte auf dem Boden. Und jetzt ist halt nur die Frage, was haben wir da denn noch so Schönes? Los. Gibt's eigentlich nichts mehr, gell? Ich weiß nicht, was die Entwickler sich bei sowas gedacht haben. Ach, stell mal einfach noch eine Statue da hinten dran. Vielleicht, keine Ahnung, da ist ja auch nochmal genau die gleiche Statue. Da nochmal eine. Warum? Warum nicht den hier? Naja, egal. Wir gehen jetzt hinten raus. Wir suchen immer noch die Stadt Kitesh. Beziehungsweise... Ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ich wundere mich da jedes Mal. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Da ist eine Falle. Seh's. Oh. Atlantis. Wir haben Atlantis entdeckt. Und tauchen. Geht's noch weiter? Geschafft. Komisch. Die Lungenkrankheiten kann man ganz einfach mit Verbänden heilen. Ja, nicht immer aus solchen Spielen. Das ist immer ganz seltsam. Ist das die Stadt? Geothermales Tal. Hier ist alles ein bisschen warm. Ich glaube, da sollte ich nicht reinstehen, oder? Na gut. Ist gut für die Füße. Hey, guck mal. Munition liegt einfach so rum. In der Stadt, die noch nie entdeckt wurde, liegt einfach Munition rum. Schon atemberaubend, ne? Oh. Da ist nochmal eine Kirche. Ich glaube, wir sind schon in der Stadt Kitesh, oder? Oh, die Sowjets waren auch schon hier. Vielleicht. Ich glaube, da müssen wir runter. Schön warm hier, hä? Nicht mehr so kalt. Oh, Falle. Bleib sofort stehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Oh, lass mich Sophia. Sie töten. Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist. Vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben.
Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nun mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Seltsam, seltsam, seltsam. Oh, was haben wir denn da so Schönes? Repetiergewehrkomponenten. Es gibt so viele Waffen hier. Du, bitte mal das Gerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Das soll die andere Siedlung warnen. Ihr zwei. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Schönes Ding. Haben sie gut gemacht. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Das ist ein Lagerfeuer, da chillen wir uns jetzt erstmal hin. So, wir haben Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Eine neue Fähigkeit haben wir auch noch. Kämpfer, was ist das? Herz aus Stein, sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffen. Ausweich Killmeister, starke Medizin. Ja, ich nehme mal das hier. Okay, weiter. Wir haben schon gegen die Eindringlinge gekämpft. Wir sind offenbar gut ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Immer beim Gucken, vielleicht ist hier noch was versteckt. Oh. Hütchen! Hütchen! Noch mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Gesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie noch... Hallo, wer wohnt denn hier? Dacheln gehen schneller als Breitspitzen. Ah. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Eine Nachricht. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen, aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Ja, ich glaube, das bestätigt so ein bisschen meine Theorie, dass im Prinzip die Bevölkerung, die hier lebt, im Prinzip diese alten Hallo. Krieger sind. Ja, die im Prinzip hier das Göttliche beschützen sollen. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Schloch. Hier ist noch was. Aha. Klammern denn einfach ihr Zeug? Das ist es nicht. Wo könnte... In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein.
Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Das ist nochmal eine Geschichte aus der mongolischen Zeit. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Papa hat gesagt, dass wir bleiben. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Jetzt das. Da bloß der kocht jetzt hier. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Da ist nochmal was. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Deswegen ist er wahrscheinlich abgehauen. Ah, gibt's wahrscheinlich. Um sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Da runter müssen wir. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Jo, können wir schon machen, ja? Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Hirschfelle und Hartholz. Hartholz. Gedönse. Im Prinzip kann man das schon fast als neues Kapitel sehen. Weil. Oh, hier gibt's Bären. Weil das ist wieder so eine typische weitere Mission. Weil wir waren ja hier. Hier. Berggipfel 100% abgeschlossen. Aha. Oh. Gottloses Tal. Sowjetanlage. Verlassene Mine. Und jetzt sind wir hier. Gibt's da noch mehr? Hier? Oh. Noch nicht bekannt. Naja, jetzt tun wir erstmal dann ihr Zeug sammeln. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ich glaube, da ist ein Bär drin. Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht an. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Wir haben das Gewehr freigeschalten. So, wir müssen jagen, ne? Oh, fuck. What the... Also manchmal die Kamera... Ark! Alter. Ich geh mal da runter, weil ich brauche ja diese Hartholzäste da, die hier. Dann bauen wir noch Hirschfälle. Das ist eigentlich eine kleine Mission. Ich würde mal sagen, die Hirsche, die jagen wir mit der AK.
Die Kammer, arg. Deswegen sage ich ja, also ich habe mehr AK-Munition als irgendwas anderes. Komm jetzt her, du Sau. Oh, da ist das Reh geflogen, Alter. Habt das gesehen, ey. Ei. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Nein. Eins nach dem anderen. Oh, Pfeile. Ein Lux, oder was? Alter. Tja, auch ein Lux kann nichts gegen den AK machen. Alter, Lara, bist du zu blöd, um einfach einen Baumstamm lang zu balancieren? God help! So, was gibt's hier noch, eine neue Nachricht? Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Okay. Aha, ein Reh! Oh. Lass los. So jagt man heutzutage die Tiere. Mission schon erledigt, oder was? Ich brauch selber noch ein bisschen Holz, damit ich auch mal selber Pfeile wiederherstellen kann. Alles, was fehlt, ist immer Holz, komischerweise. Ey, boy, was ist los? Es geht. Schöne Tätowierung. Ich hab's mir schon gedacht, dass da noch so eine behinderte Herausforderung ist. Da ist noch eine Mission. Die könnten wir auch noch machen, noch schnell. Falsch! Ich glaube, da ist ein Bär drin. Blöder Bär. Also das hätte eigentlich normalerweise kein Bär überlebt. No way.
die Kammer. Ah, oh, mein Freund, ich habe ja ein bisschen Material für dich. Den wir brauchen? Jo, bitte. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssen Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Wo ist der zweite Turm? Da unten. So, meine lieben Freunde, wir haben 20 Minuten erreicht. Ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, weil ich habe irgendwie das Bedürfnis, mal ein wenig abzuschalten. Nachdem ich jetzt den ganzen Tag schon wieder nur am Zocken bin. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir machen hier dann noch ein paar Missionen hier und dann machen wir die ultimative Endschlacht, denke ich mir mal, dass das kommen wird. Das heißt, ihr dürft euch auf eine gebackene Ladung Action freuen und natürlich wieder jede Menge Abenteuer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, ciao.